Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ja, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Und zwar war ich über die letzten Wochen so ein bisschen shoppen nach meinem Ausflug zum Action. War ich auch noch beim Rewe, beim DM, bei Müller und heute noch bei Teddy und Woolworth, weil ich ein paar Sachen haben wollte und langsam aber sicher auch anfangen möchte. Die Adventskalender der Kinder, so ein bisschen mit Füllmaterial zu versorgen. Und ja, wir basteln jetzt die Tage dann auch mal mit den Kids Laternen. Und da brauchte ich natürlich auch Tonkarton und alles und bin dann schnell bei Müller reingehuscht. Ja, genau, womit fange ich an? Ich glaube, ich fange mit den Sachen an, die schon am längsten liegen. Und zwar ist es hier diese Tasche. Und in dieser Tasche sind Taschen. Beziehungsweise eine. Und die andere steht noch da hinter mir. So. Ja, ich war beim Rewe drin gewesen vor ein paar Wochen, als wieder die Chorproben der Kinder losgingen. Die erste Probe war ein bisschen, ja, ungewohnt wieder. Man musste erstmal wieder so in die Routinen reinkommen. Und ich habe natürlich vergessen, mir was zum Essen zu richten und musste dann beim Rewe rein. Und ja, ich glaube, es vergeht kaum ein Haul. Da zeige ich euch nicht so ein Täschchen. Genau, beim Rewe gab es jetzt letzte Woche und gibt es auch, glaube ich, diese Woche noch diese süßen Mäppchen. Und schon im Sommer, also schon vor Schuljahreswechsel, habe ich mir hier so eine Handnähmaschine mitgenommen beim Rewe. Die ist irgendwie jedes Mal in jedem Haul, ist die irgendwie hinten durchgerutscht und ich habe es vergessen, sie euch zu zeigen. Ja, die habe ich mir beim Rewe mitgenommen. Ich möchte mal gucken, wie diese Handnähmaschinen so sind. Vielleicht auch nicht schlecht, statt, gerade wenn ich Kleinigkeiten nur zu machen habe, statt immer die großen, also meine große auszupacken, einfach kurz die Handnähmaschine nehmen und da kurz so zwei Stofflagen aufeinander nähen. Mal schauen, ob die was taugt. Und dann habe ich mir mitgenommen, Mäppchen, weil ich es einfach auch von der Optik her schön finde. Das hat so eine schöne Wasserfarbenoptik. Ist auch echt groß. Da gehen auch meine Tombows rein. Das finde ich natürlich echt richtig cool. Und dann habe ich mir dieses mitgenommen. Ja, weil es mir halt einfach, hoppla, weil es mir halt einfach gefallen hat. Autsch. Ah. Ja, ich habe da so eine ganz tolle Wunde. Ich habe mich gestern an einer Heftklammer aufgerissen. Das krieg auch nur ich hin. Ja, und dann war ich letztens beim DM drin, weil halt so shoppen und einkaufen, ne? Duschgel und so ein Kruscht. Und dann ist mir dieses Täschchen hier. Und diesen Spruch fand ich so Hammer. Und ich mag ja diese großen Taschen eh. Die ist wieder von Vito und Joe. Ich glaube, die hat gekostet. Ich weiß es gar nicht. 9,99, 12,99, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall echt okay, verstärkter Boden hier. Natürlich auch echt mega. Ja, hier ist es ein bisschen eng. Dann kommen wir zu meinen Taschen. Und zwar war ich beim, ich nehme sie mir mal auf den Schoß, ich war beim Teddy und habe mir hier mal diesen Bastelleim geholt. Ausschlaggebender Punkt dafür war, dass ich jetzt ziemlich viel Leim und Kleber und Gemach und Getue jetzt dann mitnehmen werde, wenn wir die Laternen basteln. Und ja, Basisbastelmaterial braucht man auch zum Laternenbasteln. Und da ich ja auch gern mit dem doppelseitigen Klebeband arbeite und mir einfach denke, dass dadurch einfach auch der Tonkarton, den wir verarbeiten werden, um dann Muster reinzuschneiden, dass der dann dadurch ein bisschen besser an dieser Deckel- und Bodenhalterung haftet, die meine Bekannte besorgt hat, habe ich hier jetzt einfach nochmal 5 Rollen mitgenommen. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich nicht mal eine brauchen für die paar Laternen, die wir machen. Aber
Ich sag halt immer, Sicherheit geht vor. Lieber hat man ein bisschen auf Vorrat, man weiß nie, was kommt und was für Aktionen uns da mit den Kindern noch einfallen. Deswegen ein bisschen Vorrat und alles ist super. Genau. Dann habe ich mir hier ich denke mal, die kennt ihr alle, die sind noch aus dem letzten Jahr. Beim Teddy ist es momentan so, da sind noch keine neuen Blöcke vorhanden. Also meine Bekannte, die da arbeitet, hat das zumindest zu mir gesagt, die kommen alle noch, die sind noch gar nicht im Laden. Ich habe jetzt mal die hier mitgenommen, weil ich auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender tauschen möchte. Und da möchte ich auch ein bisschen Füllmaterial. Und da kommt dann auch, kann auch sowas drin sein. Und na, wo sind die anderen Anhänger? Hier sind zum Beispiel noch so Lebkuchenmänner. Total süß. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Hintergrund ein Mädchen ist oder ein Junge. Keine Ahnung. Dann ist ja egal. Und dann habe ich hier noch Rentiere mitgenommen. Ja, also davon bleibt eins da und eins kommt in den Adventskalender. Und die hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Die habe ich mir auch geholt. Die sind auch für den Adventskalender. Da bin ich sogar schon beim Einpacken, damit ich den dann in den nächsten Wochen irgendwann mal rausschicken kann. Hier liegt auch überall das Geschenkpapier dafür. Und dann habe ich mir die hier mitgenommen. Die kannte ich jetzt noch überhaupt nicht. Also die sind mir komplett neu. Aber ich fand sie schön. Ich habe jetzt mal zwei, vier Stück mitgenommen, damit ich mindestens zwei in Adventskalender verpacken kann. Wenn ihr Lust habt, einen Adventskalender zu tauschen, könnt ihr euch echt gerne mal bei mir melden. Aber, und das muss ich jetzt dazu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich den Stier auf Weihnachten mache. Also das könnten wir dann untereinander besprechen. Auch was drinnen sein soll und was auf gar keinen Fall rein soll. Manche mögen ja kein Marzipan oder sowas. Kann ich verstehen. Ich mag zum Beispiel überhaupt keine Lakritze. Ich finde das total eklig, das Zeug. Aber was das angeht, also es werden zu 95% so kleine Dekoartikel oder Bastelartikel drin sein. Es kann halt aber auch sein, dass reduzierte Sachen drin sind. Also wenn ich jetzt im April diesen Jahres irgendwie oder im Mai diesen Jahres irgendwas mitgenommen habe, nicht beim Rewe, beim Teddy oder beim Woolworth und das waren Weihnachtsartikel, dann waren die natürlich runterreduziert. Ne? Das könnt ihr euch ja denken, dass die im April, Mai rum die Sachen runterreduzieren und ich nehme die dann trotzdem mit. Und ich habe auch eine schön gefüllte Tasche und da kriege ich locker, wenn ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten über die nächsten Wochen besorge, locker noch 2 bis 3 Kalender voll. Also ich freue mich über jeden, der sich meldet und einen Kalender mit mir tauschen will. Das, was ihr hier seht, das kann unter Umständen drin sein. Ja, aber es können halt auch reduzierte Sachen drin sein. Also wenn ihr sowas nicht wollt, dürft ihr euch nicht melden. Ist einfach so. Genau. Dann habe ich die hier noch mitgenommen. Da habe ich auch schon eine Idee, wobei da werde ich mir wahrscheinlich nochmal eine Verpackung holen, weil von diesen weißen ist da nicht so viel drin. Und ich habe noch eine ETC-Idee für ja, nächstes Jahr. Einige von euch haben sich ja schon die Ablaufliste geordert und ich hoffe, ich habe auch keinen vergessen, die ihm zuzuschicken. Ja, da wisst ihr Bescheid, da könnt ihr euch denken, was dabei rauskommt. Jetzt muss ich ganz kurz hoch und muss mal was gucken. Ich glaube, ich habe gehört, wie der Briefträger kommt und der könnte wichtige Sachen für mich dabei haben. So, da bin ich wieder. Ja, perfekt, hat sogar gepasst. Alles kam an, was ankommen musste. Genau. ja, genau, bei den Kalendern war ich gewesen. Ja, also wie gesagt, ihr müsst halt echt damit rechnen, dass es halt sein kann, dass es auch also reduzierte Sachen sind, nicht gebrauchte, reduzierte Sachen. Es können auch reduzierte Sachen wirklich mit in den Kalender landen. Also wer Lust hat, kann sich gerne melden.
Und dann können wir das besprechen und abklären, wie wir das handhaben möchten. Ja, und alles andere, ja, kommt dann, denke ich, von sich. Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen, weil ich diese Teile einfach total liebe und die haben schon wieder neue von diesen Papierausschnitte, nennen sie das. Geh mal runter. Na, geht nicht so wirklich. Ja, aber ich denke, man kann es erkennen. Also Papierausschnitte, 24 Stück, verschiedene Motive. Hat mir jetzt total gefallen, weil das halt so dieses Bronze da drin hat. Und ja, ich bin schon echt gespannt, wie die so aussehen werden beim Auspacken. Dann habe ich mir mitgenommen das hier. Das fand ich jetzt auch ganz interessant. Ja. Ja, genau. Ich hätte es euch eigentlich auch gleich so zeigen können, weil da ist alles hinten drin. Oh Gott, da ist ein Faultier drin. Ich brauche dieses Ding nochmal. Okay. Da ist echt ein Faultier, aber nur eins. Warum ist da nur eins drin? Ich könnte eine komplette Packung voll mit Faultieren machen. Und dann sieht man auch gleich, was hier drin ist. Ach, das ist auch nochmal. Ist das 1:1 genau dasselbe? Na gut, dann habe ich ja zwei. Ja, dann sind die wahrscheinlich einfach nur durcheinander geschüttelt gewesen. So, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nicht dramatisch. Genau, und dann habe ich mir hier noch Washi-Tape mitgenommen. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon ewig viel und genug Washi-Tape hier rumliegen. Nein, ich musste das noch mitnehmen, weil mir das Muster einfach megamäßig gut gefallen hat. Genau, dann war ich ja beim Müller drin. Da habe ich jetzt noch so einen Aluminiumdraht mitgenommen fürs Laternenbasteln, weil ich einfach schlicht, mir ist das schlicht zu blöd, diese komischen Halterungen zu holen, die dann so gut wie nichts aushalten. Und deswegen ist der hier mein Liebster, der hat einen Durchmesser von 2 mm. Den, wenn ich mit meinen Kindern alleine oder selber Laternen bastel, nehme ich eine Zange, knipsen mir in der entsprechenden Länge ab. Die Kanten, also diese Endstücke, diese Schneidekanten, wo ich mit der Zange hingehe, sind auch relativ stumpf. Das ist echt total cool. Verletzungsgefahr ist sehr gering. Also man sieht es auch hier. Na, also hier ist das Ende. Das ist schon recht stumpf. Und so verhält sich dieser Draht auch weiter, wenn ich ihn selber schneide. Ja, dann kam meine Große letztens an und meinte, Mama, ich brauche Register für die Schule. Ja, als wären wir gestern nicht im Großmarkt gewesen, hatte ich aber genau diese Register vergessen. Sie braucht 6 Register. Man findet nirgends so ein Registerpacken mit 6 Registern. Nee, 5, 10 oder 15, aber keine 6. Also habe ich jetzt so ein 10er-Packen mitgenommen, weil mir das einfach zu blöd war, weil die Verkäuferin beim Müller mich auch ganz komisch angeguckt und gesagt, das haben wir aber nicht. Und da habe ich gesagt, gut, dann ist mir jetzt zu doof, dass ich da noch ewig lang danach suche. Jetzt nehme ich die 10er-Register mit, damit wird sie garantiert auch was anfangen können. Und dann meinte die Verkäuferin nur so schmunzelnd, passen Sie auf, in 2 Wochen will der Lehrer dann nochmal 4 Register zusätzlich haben. Na, sage ich, genau, könnte passieren. Ja, dann habe ich ja seit einigen Wochen, viele haben es ja mitbekommen, ich habe ja keine 5 Lendenwirbel, sondern ich habe 6 Lendenwirbel. Und das schon von Geburt an. Und dieser 6. Lendenwirbel, der ganz unten im Becken Bereich sitzt, macht mir Probleme. Und was passiert, wenn die Lendenwirbelsäule zickt? Es zieht meistens ins linke Knie rein und ich habe meine Bandage nicht gefunden. Und jetzt habe ich mir einfach mal provisorisch so eine Bandage mitgenommen, weil ich bin hoch zum Arzt gegangen vorhin, habe gefragt, was kann ich machen? Ich habe Schmerzen ohne Ende. Ich halte es fast nicht mehr aus im Knie. Und dann hat die gesagt, holen Sie sich einfach mal irgendwie beim Müller oder sonst irgendwo so eine Bandage oder in der Apotheke. Und wenn die Schmerzen gar nicht gehen, ziehen Sie die an. Wenn es nicht besser wird, müssen Sie halt herkommen. Dann müssen wir auch nochmal das Knie röntgen.
Wobei ich mich frage, mit meinen Knien habe ich jetzt schon über Jahre keine Probleme mehr gehabt, warum die jetzt auf einmal nochmal das Knie röntgen wollen. Aber naja, genau. Dann habe ich ja vorhin gesagt, ich möchte jetzt langsam anfangen, hier einfach mal so ein bisschen die Adventskalender zu füllen. Und dafür habe ich jetzt erstmal für meine Mädels hier so ein Washi-Tape mitgenommen beim Woolworth von Anna und Elsa. Also wir sind jetzt mittlerweile schon bei Woolworth. Und dann habe ich für die zwei noch mitgenommen dieses Princess-Klebeband. Damit sind dann 3 Tage abgedeckt. Die bekommen pro Tag gemischt 2 Rollen rein, also eine davon, eine Frozen und dann halt tags drauf dann wieder. Und für meinen Kleinen muss ich mir da noch was einfallen lassen, wobei ich nicht weiß, ob er sowas überhaupt möchte. Ja, da muss man gucken, wobei er bastelt auch echt total gern und ich fand das echt voll cool. Und die haben wirklich Frozen, die haben Prinzessin-Klebeband, die haben Paw Patrol und die haben, das hatte ich für mich mitgenommen, Minnie Maus. Minnie Maus habe ich für mich mitgenommen, weil ich es einfach total süß fand. Ne? Wir hatten es vorhin nochmal irgendwie so drüber, als hätte ich nicht schon genug Klebeband. Ne? Naja, ist egal. Washi-Tape kann man nie genug haben und in diesem Sinn habe ich mir das hier auch noch mitgenommen. Ja. Dann habe ich mir mitgenommen, weil wir auch immer noch häufig vorm Haus sitzen, wenn die Kinder spielen. Das ist so ein Sitzkissen. Das hat so einen dunklen Hintergrund. Da werde ich wahrscheinlich nächste Woche noch mal so 2, 3 Stück holen, weil wir sitzen immer auf den Treppen direkt vor unserem Hauseingang. Und ja, mir ist das, also das habe ich jetzt nicht direkt, also schon irgendwohin für mich geholt, aber momentan nicht für mich, sondern ich habe es für meine schwangere Nachbarin geholt, dass die nicht auf dem kalten Boden hockt, weil da mache ich jedes Mal einen Abflug. Wenn ich die vor meinem Haus, also sie darf sich gerne vor die Eingangstür sitzen, ich sehe es ja, ich habe ja eine Glasscheibe drin, aber ich mache jedes Mal einen Abflug, wenn sie hochschwanger auf der kalten Stufe sitzt. Deswegen, da werden noch ein paar kommen. Und was ich jetzt für heute dann auch noch mitgenommen habe, einfach provisorisch zur Sicherheit, habe ich hier nochmal Transparentpapier mitgenommen. 2 so eine Verpackungen mit eben diesen Farben hier. Ja, dass wir dann halt die Laternen basteln können. Und zum Schluss konnte ich nicht widerstehen, weil den fand ich sowas von süß, auch gerade wegen diesen Zitronen. Habe ich hier diesen. Das ist natürlich auch toll. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Hätte ich das gesehen, hätte ich ihn zweimal mitgenommen. Naja, ist ja egal. Ich kann ja nächste Woche noch mal gehen. Dann hier halt die Zitronen. Hoppla. Na, wo sind die Zitronen? Hier. Dann, das ist so eine, weiß ich nicht, Leinenoptik oder Jeans. Könnte Jeans. Könnt so ähnlich zwischen Leinen und Jeans. Dann hier das. Dann dieses hier. Das ist jetzt aber Leinen. Dann hier so wie so ein kariertes Hemd. Ist natürlich auch eine Mega-Optik. Genau. Und dann hier einfach nur noch mal mit Punkten. Und ja, das war's. Genau. Der durfte auch noch mit. Ja. Ich werde jetzt mal aufräumen und dann geht es hier haushaltstechnisch auch schon wieder weiter. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen richtig schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund und positiv und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.